Hey Lovelies, herzlich willkommen zum Animus Reading. Ihr seht schon, ich komme aus dem Grinsen wieder nicht raus. Wir werfen heute wieder einen Blick auf dein Gegenüber, auf deinen Schatz, in die Gedankenebene, Gefühle, Handlungsebene. Und ich sitze hier schon auf heißen Kohlen. Die Karten sind schon ausgelegt und ich kann eins schon mal vorwegnehmen. Zu deiner Info. Die Karten sind sowas von scheiße. Ja, jetzt fragst du dich, wieso grinst dann die Olle so wie so ein Honigkuchenpferd? Weil der Grund dafür, dass es deinem Gegenüber gerade so bescheiden geht, ja, das Ergebnis, das ist der Hammer. Das ist der Hammer, okay? Gefühlsmäßig wirst du es wahrscheinlich schon wissen, wenn es für dich bestimmt ist, dieses Reading. Das wirst du schon gespürt haben, die ganzen letzten Tage, Wochen, die vergangene Zeit. Starten wir in die Gedankenebene. Ja, also es tut mir leid, ich werde jetzt hier, ich habe schon Muskelkater, ich spüre es gerade schon. Ich werde jetzt mit einem Grinsen höchstwahrscheinlich diese ganzen schlechten Karten oder dunklen Energien mitteilen. Aber du wirst es am Ende des Videos verstehen. So, Gedankenebene. Wir haben hier der komplette Zusammenbruch. Ja, wir haben auf der Verstandesebene haben wir als Hauptenergie den Turm. Wir kennen den Turm. Er ist die Chance für den Wiederaufbau. Ja, dieser Turmmomente sind absolut nicht schön. Ja, jeder oder bei dem der Turm schon mal vorbeigerauscht ist oder der von dem Turm schon mal eingestampft wurde, der weiß, von was ich rede. Allerdings kann man sich jetzt hier natürlich auch auf diese negative Seite, auf diese erdrückende und schmerzhafte Seite festhängen oder man kann die Energie einfach nehmen als das, was sie ist. Und zwar der Wiederaufbau. Der Turm, der kommt eigentlich nur dann, was heißt eigentlich? Nein, der Turm kommt nur dann, wenn etwas nicht richtig läuft. Wenn etwas schon zu lange in die falsche Richtung geht. Ja, also in die falsche Richtung meine ich jetzt abweichend vom eigenen Lebensweg. Ja, dann irgendwann mal denkt sich das Universum so, hey, irgendwie schaffst du es nicht, selbstständig abzubiegen. Also schicken wir jetzt mal den Turm vorbei. Ja, Turm, Totalzerstörung. Totalzerstörung. Das macht Bang, Busch, alles außer Kontrolle. Das komplette Chaos bricht aus. Und genau dann findet Wachstum statt. Erwachen. Nicht sofort, ja. Ich meine, dafür benötigt es etwas Erkenntnis. Aber das ist jetzt hier schon mal diese Hauptenergie auf der Verstandesebene. Für den Wachstum, im Sinne des Wachstums. Hier kommen ganz viele Gedanken hoch, auch bei deinem Gegenüber. Dinge, Situationen aus der Vergangenheit, Ängste und Zweifel, Trigger-Themen, alles Mögliche, was jetzt gerade so in dieses Bewusstsein reinrutscht, womit dein Gegenüber jetzt konfrontiert wird. Okay, und zwar im direkten Spiegel. Das kann sein über nächtliche Träume. Das kann sein über gewisse Situationen in der beruflichen Ebene, ja, im beruflichen Umfeld, familiäre Themen, im Freundeskreis, ja, oder je nachdem, wie du natürlich auch mit deinem Gegenüber in Kontakt stehst, auch deine Energie, die hier mit reinkommt. Das sind solche, ja, wenn ich so sagen darf, so starke Negativenergien, wo dein Gegenüber jetzt erstmal checkt im direkten Spiegel so, verdammt, habe ich das echt angerichtet? Bekomme ich jetzt wirklich diese Retourkutsche von diesem ganzen Bockmist, den ich hier gebaut habe? Ja. Und damit will ich jetzt auf keinen Fall irgendeine Schadenfreude ausdrücken. Ja, ich meine, diese Situation, die widerfährt jedem Menschen. Ja, natürlich hier. Alles hat seine Konsequenzen. Aber das ist gerade hier auf dieser kognitiven Ebene die absolute Konfrontation, der absolute Spiegel. Und warum bin ich so glücklich darüber?
Weil etwas nur in sich zu tragen oder glauben zu wissen, ist was komplett anderes, als wenn man plötzlich den direkten Spiegel aufgezeigt bekommt. Okay? Ich denke, das wissen wir alle. Ja, gehen wir weiter auf die emotionale Ebene. Es geht weiter mit der schlimmen Energie, und zwar der komplette Verlust des Selbstwertes, des Selbstvertrauens, des Selbstbewusstseins auch in erster Linie, ja, das Selbstbewusstsein, weil was hier im Kopf vor sich geht bei deinem Gegenüber, da denkt er sich gerade so, oh mein Gott, was passiert hier? Ja, ich meine, der Turm kommt nicht nur, also der ist zwar hier auf der bewussten Ebene, aber der zieht natürlich seine Kreise auch auf die emotionale Ebene und Richtung Handlungsebene. Und das wirft dein Gegenüber komplett aus dem Konzept. Also so richtig hammerkrass. Chaos, Chaos. Und die unterbewusste Ebene, ja, die emotionale Ebene, die weiß natürlich im Endeffekt schon, wo es lang geht. Aber das jetzt erstmal zu vereinen, dass er das hier auf einen Nenner bringen kann, so, ups, hätte ich doch früher auf meine Intuition gehört. Ich habe es ja eigentlich schon gespürt, aber ich wollte es nicht wahrhaben, weil hätte ja auch nur eine Einbildung sein können. Zum Beispiel, okay? Also, sämtliche Niederlagen, die hier hochkommen, auch natürlich, was das Unterbewusstsein freigibt und hier Richtung Bewusstsein, Richtung Verstand hochpusht. Das heißt, hier kommt noch mehr Druck aus dem Bauchraum, aus dem Herz in den Verstand, ins Bewusstsein. Ja, das heißt, dein Gegenüber bekommt hier nicht nur von außen den direkten Spiegel ab, sondern auch noch von innen. Ja, das ist ein Kreuzverhör, da wird er richtig in die Mangel genommen. Er steht hier zwischen zwei sich schließenden Wänden, die ihn hier zu zerquetschen drohen. Oh, hört sich das krass an? Nein, es ist energetisch wirklich so krass. Wie gesagt, wartet ab auf das Ergebnis. Ja, also Niederlagen, Trauer, Verlust, alle Dinge, die falsch gelaufen sind, Situationen, in denen er andere Menschen verletzt hat, ja, und jetzt jeden, alles und jeden in seinem Umfeld, dich als seinen Gegenüber oder im familiären Kreis, im beruflichen, im freundschaftlichen, vollkommen egal. Das sammelt sich hier gerade wie ein Feuerball, der ihn, ja, ich will jetzt nicht hier so noch krasser reingehen, so ich wollte eigentlich sagen, so der ihn verbrennt. Ja, es ist, ja, gehen wir weiter. Es ist echt, es ist hammermäßig. Die Handlungsebene, die zeigt hier, ja, wie soll es auch anders sein? Diesmal ist zumindest alles hier im Gleichgewicht, ja, dafür sorgt die Turmenergie. Hier haben wir im Außen sämtlichen Stillstand natürlich, der hier erzeugt wird durch dieses Chaos, durch diese Turmenergie, durch dieses ich weiß gerade absolut nicht mehr weiter. Ja, ich meine, die absolute Ohnmacht, hier kann gerade gar nichts weitergehen, weil hier müssen erstmal Erkenntnisse geboren werden. Dieses Bewusstsein, ja, nachdem quasi dieser Schmerz und diese ganzen Dinge im Bewusstsein aufgenommen wurden, sortiert wurden, neu geordnet wurden, dann folgt die Erkenntnis daraus, dieser Klickmoment, dieser Aha-Effekt, wo dein Gegenüber einfach sich klar wird, okay, das ist die Situation und das kann ich tun. Hier schwanken jetzt so die Gegenüberlines ein bisschen zwischen kompletter Abwehr, so vielleicht rutsche ich hier mal ein bisschen in diese Opferposition, weil ich ernte gerade nur Angriffe im Außen, ja.
Mauer hochfahren. Schaut mich nicht an, sprecht mich nicht an. Ich will mit euch allen nichts zu tun haben, weil ihr tut mir ja nur weh. Ja, jetzt sind wir wieder bei der Thematik, was macht jetzt Gegenüberlein damit? Was macht dein Schatz mit dieser Energie? Die einen ziehen sich noch weiter zurück, ja, in diesem Opferbewusstsein so, oh mein Gott, die ganze Welt ist so schlecht zu mir und ich habe doch gar nichts getan und bekomme jetzt so viel Pech ab oder sonst irgendwas. Und andere wiederum, und das ist glücklicherweise der Hauptteil hier in diesem Reading, die gehen wirklich in diese Reflexion und schauen sich das an. Mit dem Bewusstsein auch, okay, das ist der Spiegel. Alles, was ich gerade sehe, fühle und was mir widerfährt, da ging meine eigene Handlung voran. Da gingen meine eigenen Emotionen voran, meine eigenen Gedanken. Das ist Wachstum auf der drastischen Ebene. Okay, ich meine, ja, man kann es natürlich einfacher haben, man kann es sich leichter machen, indem man die Innenschau lebt, ja, indem man die Selbstreflexion als Teil seines Alltags einbaut. Aber hey, wir sind Menschen, okay? Und wir denken auch nicht immer an Wachstum und sollte ich das jetzt lieber gleich erledigen oder so? Manchmal ist man auch einfach zu faul oder manchmal hat man einfach keinen Bock. Das ist auch in Ordnung. Aber da kommt halt dann hier so diese Superklatsche und wirklich die Superklatsche aus dem Universum. Ja. Also, ja gut, in der Handlungsebene spaltet sich die Energie hier wirklich zwischen verschiedenen Reisegruppen. Die einen, schätze, die können hier auch tatsächlich wirklich, wirklich böse werden im Außen. Ja, also andere Menschen beschuldigen. Und wegen dir mache ich das jetzt gerade durch. Und weil du mir das angetan hast, geht's mir jetzt so und pipapo. Und andere wiederum, die arbeiten wirklich damit, die richten vielleicht auch, was auch nicht unbedingt toll ist, richten diese Aggressionen gegen sich selbst. Okay, ja, das ist so dieser einzige Punkt auf dieser Handlungsebene, was jetzt momentan so ein bisschen tricky wird. Aber da ich ja vollstes Vertrauen in das Universum habe, dass die hier noch mitarbeiten und unterstützen, so dass dein Gegenüber eigentlich hier nicht wirklich irgendwas super Krasses anstellen kann. Ja? Also weder im Außen noch im Innen, sich selbst gegenüber. Okay, das waren jetzt die Energien. Und jetzt kommen wir zum Warum eigentlich? Was hat das zu bedeuten? Und da zeigt sich hier im Ergebnis das Gericht. Das Gericht, Outcome dieser Geschichte, Outcome dieses Prozesses ist dieser Gang in die Gerechtigkeit, der Ruf, die Bestimmung, der Lebensweg, der Seelenweg, diese Rückrufaktion des Universums, hey, Bursche, zurück auf deinen Weg, ja, wo auch immer du gerade hin willst, du siehst doch, dass du dich gerade voll gegen die Wand fährst, oder? Also, jetzt mal ganz schnell wieder Richtungswechsel, ich erinnere mich an die letzten Legungen, wo wir auch des Öfteren die Kreuzung hatten, ja, die Crossroads, wo dein Gegenüber nicht genau gewusst hat oder wo dein Gegenüber vielleicht auch einfach gelaufen ist. Ohne Ziel, ohne Sinn, ohne Zweck, einfach irgendwo in irgendeine Richtung, blind. Und hier sagt das Universum, stopp, es reicht. Ich rufe dich zurück. Und das Gegenüber, dein Schatz, hört. Warum? Weil er gar keine andere Chance mehr hat. Der kann sich diesem Ruf gar nicht mehr verwehren. Hier geht es absolut und direkt in die Neuordnung. Okay? Und das ist so dieses erste Ergebnis, wo ich mich so gefreut habe, nachdem ich die Karten gesehen habe und mir gedacht habe, so, oh mein Gott, was ist da los?
Bevor wir hier weitergehen, ich habe diese Energie natürlich noch geklärt, ja, die Gedanken, Gefühle und Handlungsebene. Und genau das zeigt hier das auch wieder, weil ich gefragt habe, für was steht dieser Turm? Und als wichtigste Aussage kam hier die Heilung. Ja, die Heilung, das ist der Weg, der hier ins Gericht führt. Oder beziehungsweise das gehört zusammen, das ist eine Einheit. Die Hingabe, die Kapitulation, ja, also Kapitulation in dem Sinne, dass dein Gegenüber gerade überhaupt keine andere Möglichkeit mehr hat, sich dem eigenen Selbst, sich dem Sein zu unterwerfen. Dieses ich gebe auf, ich gebe mich hin, ich kann gar nicht mehr anders. Verstehst du das? Das ist, ich meine, du selbst kennst es vielleicht aus deinen Prozessen, aber das jetzt zu sehen und zu fühlen und zu spüren bei dieser Gegenüberfraktion, ja, bei den ganzen Schätzen da draußen, das ist so eine hochschwingende Energie, ja, auch wenn sie dafür erst durch die Hölle müssen. Ja, jetzt habe ich noch die Twin Flame Karten habe ich noch mit dazu genommen, weil ich ja noch genau explizit wissen wollte, wo es denn liebestechnisch oder auf der Herzebene hinführt. Und es sind ein Haufen Karten gefallen, ja, es sind gleich 4 Karten rausgefallen. Und ich meine, dieses Deck, muss ich vorwegnehmen, beinhaltet nicht nur schöne Karten. Ja, natürlich, es sind immer beide Seiten in einem Kartendeck enthalten. Aber was fällt hier, und die darf ich euch ruhigen Gewissens zeigen, wir haben hier die Loyalität, die Treue, der Zusammenhalt, ja, das Wissen, wo gehöre ich hin. Dann haben wir die andauernde, langfristige, langanhaltende Liebe. Dann haben wir die wahre Liebe, okay, also auch dieses Bewusstsein, okay, das ist jetzt nicht so ein Larifari-Ding oder das ist jetzt keine Einbildung. Ich liebe diesen Menschen, ja, und dabei ist es nur irgendwie eine Form von Sehnsucht oder sonst irgendwas. Nein, das ist Tiefe. Das ist die Tiefe. Und dann haben wir hier noch den heißen Liebhaber, okay? Also ganz, ganz viel tiefe und heilende sexuelle Energie. Und wenn du dich jetzt immer noch nicht hier nach diesen ganzen Energien so freust wie ein Schnitzel wie ich, dann weiß ich auch nicht weiter. Unter dem Deck der Twin Flame Karten haben wir die Hoffnung. Die Hoffnung steht hier für die Öffnung. Für die Öffnung, das habe ich hier gerade gesehen, ja, und unter der Hoffnung war hier die Love Story, die Liebesgeschichte. Ihr Lieben, es hört sich wieder so brutal nach Märchen an. Nein, nicht anhören, es fühlt sich so nach Märchen an. Das ist wie, als würde sich diese Bestimmung des Weges verbildlichen, manifestieren, zeigen, ja, also auftun, als würde sich hier der Schleier, Schleier lichten und man erkennt auf einmal, warum, wieso, weshalb das alles bisher so gelaufen ist und passiert ist, wie es geschah. Meine Lieben, taucht ein in diese Energie. Oh ja, okay, ich muss dazu natürlich noch sagen, für die ein oder anderen von euch kann es jetzt natürlich eine komplette Schockbotschaft sein, weil in der Verbindung zu eurem Gegenüber, wenn ihr diese ganze schwere Energie spürt und wahrnehmt von eurem Gegenüber, dann kann es natürlich sein, dass für euch in erster Linie hier irgendwie etwas zusammenbricht.
Ja, erstmal. Natürlich bohrt sich dann die Intuition wieder durch, eure eigene Intuition. Aber das, der erste Gedanke vielleicht, oder wo das Ego noch wieder mit reinspielt, irgendwelche Ängste und Zweifel ist: Oh mein Gott, mein Gegenüber hat sich jetzt endgültig verabschiedet von Gott und der Welt und was weiß ich. Ja, weil ich meine, wir sprechen hier von dem Turm. Das ist nicht irgendein Larifari, so, ah ja gut, ist morgen alles wieder gut, Pflaster drauf und fertig. So, nein, das ist ein Komplettumbruch, das ist ein Totalumbruch. Und das wirst du dementsprechend innerhalb dieser Seelenverbindung auch höchstwahrscheinlich 1:1 so dramatisch wahrnehmen. Aber falls du hier mit diesem Reading in Resonanz gehst, weißt du jetzt natürlich auch warum, beziehungsweise hast du hier jetzt auch die Bestätigung für deine Intuition und kannst hier auch wieder hoffen, ja? Also hoffen in dem Sinne, dass du einfach weißt, okay, diese Zeit überstehen wir jetzt einfach. Ich meine, du musst es höchstwahrscheinlich nur aussitzen, okay? Dein Gegenüber darf hier durchgehen. Dauert natürlich auch bei jedem unterschiedlich lange. Und dann kommt es hier in die Wahrhaftigkeit rein. Und bam, ja, finde ich geil, finde ich super. Und ich sage wieder ganz, ganz herzlichen Dank fürs Mitgehen. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal.